Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Vor einigen Wochen habe ich ein Video mit dem Titel Lebenselixiere, was uns wirklich nährt, hochgeladen. Lebenselixiere, der Teil 1, das war eine Lesung aus dem Buch von Halima Neumann. Und ursprünglich hat dieses Video der Kanal Die Zuversicht hochgeladen. Und vor zwei Wochen hat der Kanal Die Zuversicht den zweiten Teil online gestellt, Lebenselixiere Teil 2, und da geht es ums Wasser. Ihr findet unten in der Infobox den Kanal Die Zuversicht, den Link dafür. Und es ist so, Wasser ist für uns überlebensnotwendig. Unser Körper besteht zu 75% aus Wasser und unser Gehirn sogar bis zu 85%. Und man hat auch herausgefunden, dass Wasser ein Gedächtnis hat. Das kann Informationen übertragen bzw. auch speichern. Ich habe mir vor vielen Jahren eine Broschüre zugelegt, Die Botschaft des Wassers von Masaru Moto. Und einigen von euch sagt vielleicht dieses Bild etwas. Also man hat, oder dieser Masaru Emoto, der hat Experimente mit Wasser gemacht. Der hat das Wasser in einen bestimmten Aggregatzustand versetzt. Ich glaube auf minus 4 Grad und dann bildet das Eiskristalle. Und wenn man zum Beispiel das Wasser mit Beethoven-Musik, mit klassischer Musik bespielt, dann ist es in der Lage, zum Beispiel solche schönen Kristalle auszubilden. Und was mich auch sehr schockiert hat, es gab irgendwann in den 80ern, glaube ich, weiß nicht mehr so genau, schon ganz lange her, wo ich das Buch gelesen habe, diese Broschüre, gab es ein Erdbeben in Japan. Und das Wasser in diesem Erdbebengebiet, das konnte keine Kristalle mehr ausbilden. Das ist auch sehr, sehr interessant. Damit sieht man eben, dass Wasser eben auch ein Informationsträger ist und hat dann diese schreckliche, sagen wir mal so, Tragödie also in sich aufgenommen, war nicht mehr fähig, Kristalle zu bilden. Wirklich hochinteressant. Hier auf dieser Botschaft steht auch noch was Interessantes, dass die Botschaft des Wassers uns nahelegt, uns zuerst mit uns selber zu befassen, weil wir eben zu so einem hohen Anteil aus Wasser bestehen. Da ist noch so viel zu erfahren. Die normale Ernährungsempfehlung, wie viel Wasser sollte der Mensch trinken, liegen ja zwischen 2 und 4 Liter. Das schwankt hier auch. Ich muss aber dazu sagen, wenn man sich als Rohköstler von reiner, wasserhaltiger Rohkost ernährt, also wasserhaltigem Obst, wasserhaltigen Gemüsefrüchten, grüne Säfte sich presst, zum Beispiel aus Gurken und grünem Blattgemüse. Wenn man das Salz eliminiert, wenn man Öl weitestgehend eliminiert, wenn man keine Trockenfrüchte, keine Nüsse und keine süßen Früchte isst, dann benötigt man wirklich sehr, sehr wenig Wasser und kann das Wasser, was der Körper braucht, eben auch aus den wasserhaltigen Nahrungsmitteln ziehen. Zu dem Thema Wasser habe ich auch schon ein Video gemacht, mit dem Henry zusammen, mit einem guten Freund von mir. Und dann haben wir auch ein Video gemacht, eben, warum wir so wenig Wasser trinken. Das verlinke ich euch oben rechts in den Infokarten. Ich werde auch immer mal wieder gefragt, ob ich Leitungswasser trinke oder welches Wasser ich trinke. Also ich trinke schon viele, viele Jahre kein Leitungswasser mehr. Ich habe lange Zeit auch Mineralwasser, stilles Wasser aus Plastikflaschen getrunken, bis man mich mal irgendwann aufgeklärt hat, beziehungsweise bis ich irgendwann darüber gestolpert bin, dass das eben überhaupt nicht gut ist, Wasser aus Plastikflaschen zu trinken. Ich bin dann übergegangen, Wasser aus Glasflaschen zu trinken. Das findet man vor allem in Bioläden, die bieten verschiedene Sorten an, wie Lauretana oder auch wie St. Leonard. Und dann vor 2 oder 3 Jahren habe ich mir den Akala Wasserfilter zugelegt. Damit kann man auch das Leitungswasser zu einem bestimmten Grad reinigen. Und seit April destilliere ich mein Wasser, also mit einem Dampfdestilliergerät. Und das verwende ich auch vor allem für Einläufe, aber auch ab und zu zum Trinken, um grüne Säfte zu verdünnen. Oder wenn ich mir zum Beispiel grüne Pulver mit Wasser vermische, dann nehme ich oft dieses destillierte Wasser. Ihr findet den Link zu meinen Wasserreinigungsgeräten auch unten in der Infobox. So, jetzt geht es aber erstmal los mit dem zweiten Teil von Lebenselixiere Wasser. Unser Körper besteht zu 75% und unser Gehirn bis zu 85% aus Wasser. Um geistig fit und leistungsfähig zu bleiben, benötigt der Erwachsene eine Mindestflüssigkeitsmenge von 2 bis 3 Litern, genauer gesagt pro Kilo Körpergewicht 30 Milliliter am Tag. Durchschnittlich verliert der Körper jeden Tag 2,5 Liter Wasser durch Atmung, Schweiß und Ausscheidung. Stressbelastete, geistig sehr geforderte und körperlich hart arbeitende Menschen benötigen mehr.
Der Londoner Neurologe Jay Blau spricht von einer Austrocknung der Gehirnzellen mit den Symptomen Gedächtnis- und Konzentrationsverlust infolge von Wassermangel. Träger Stoffwechsel, Schrumpfung der Zellen und schwindende Körpergröße gehen auch auf das Konto Wassermangel. Migräne, Verstopfung, chronische Rücken- und Gelenkschmerzen können meist mit reichlichem Wassertrinken beseitigt werden. Wasser dient in allen Gelenken als Gleitmittel. 75% des Oberkörpergewichts werden durch das Wasservolumen, das im Bandscheibenkern des fünften Lendenwirbels gespeichert ist, getragen. Faridun Batmangelic bestätigte in langjährigen Forschungen, dass es infolge ungenügenden Trinkens zum Austrocknen der Bandscheibenfasern und somit zu schmerzhaften Bandscheibenleiden und Rückenschmerzen kommt. Dieser Missstand kann meistens ohne Operation mit ausreichender basischer Flüssigkeitsgabe behoben werden. Vorrangig stilles Wasser oder Quellwasser, auch Kräutertee, klarer Gemüsesud, Grün- und Gemüsesäfte sollten zur Tagestrinkmenge zählen, jedoch nicht Milch, Kaffee, Schwarztee, Alkohol, Softdrinks und kohlensäurehaltige Getränke. Kohlensäure übersäuert den Körper und entzieht ihm Sauerstoff. Die ultrahocherhitzten Fruchtsäfte mit Konservierungsstoffen sind ebenfalls Säurebildner. Nur selbstgepresste, säurearme Obstsäfte aus Apfel, Birnen, Beeren oder Melonensorten, unter anderem Papaya, sind vor dem Frühstück dienlich. Ein gesundheitsförderndes Frühstück besteht aus überwiegend wasserreichen Obstsorten, als Zugabe zu proteinreichen Grünalgen oder Kulturgräsern, jedoch ohne Getreide und Nüsse. Kaliumreiches Obst und Gemüse ist der Garant für gesunde Wasserbalance, denn Kalium pumpt Wasser in die Zellen und sorgt dafür, dass der Zellstoffwechsel auf Hochtouren läuft. Der Gegenspieler von Kalium ist Natrium, ein Hauptbestandteil unseres Kochsalzes. Natrium entzieht den Zellen ihr Nährwasser und verdrängt das Kalium. Je salzreicher wir essen, desto mehr trocknen unsere Zellen aus, was wiederum zusätzliche Trinkmengen zum Kompensieren erfordert. Wer regelmäßig mehr als 3 Liter pro Tag trinkt, kann seine Nieren auch überfordern. Alle Ausscheidungsorgane, einschließlich der Nieren, benötigen frühmorgens ca. 1,5 Liter basische, klare Flüssigkeiten, um die über Nacht angesammelten Abfallstoffe und Säuren zur Ausscheidung zu bringen. Kaffee, Schwarztee und Fruchtsäuren blockieren die morgendliche Schlackenausscheidung und Entgiftung, was unweigerlich zu Übergewicht führt. Die Unsitte, spät abends viel trinken, zieht wiederum Wassereinlagerung und Nierenüberforderung nach sich. Alle Getränke sollten mundwarm die Kehle passieren, damit sie zügig den Magen verlassen. Die alkalisierende Wirkung von Quellwasser oder gefiltertem, vitalisiertem Wasser führt zur spürbaren Absenkung des Harnsäurespiegels im Blut und beugt Gicht, arteriellen Schäden und Nierensteinbildungen vor. Auf den pH-Wert kommt es an. Gutes Trinkwasser hat einen pH-Wert von 6,7 bis 7,0 und sein elektrischer Leitwiderstand liegt idealerweise bei 6000 Ohm. Diese Voraussetzungen erfüllt reines Quellwasser wie Artesia, St. Leonards, Plose Quellwasser aus Südtirol oder Wasser aus der Tiefe des Jura. Sie alle weisen auch wenig Mineralstoffe auf. Je mehr Mineralstoffe ein Wasser enthält, desto weniger Ohm misst es und umso weniger kann es Schadstoffe, Säuren und Ablagerung aus dem Körper zur Ausscheidung bringen. Mineralstoffarmes Wasser schwemmt auch Wassereinlagerungen und Schwermetalle besser aus dem Körper. Die Deutsche Umwelthilfe, DUH, warnt vor billigem Plastikwasser von Aldi, Lidl und Co. Discountwasser wird in 1,5 Liter PET-Flaschen vertrieben, die aus minderwertigem Kunststoff hergestellt werden und das Wasser mit dem gefährlichen Nervengift Acetyldehyd verseuchen. Die so gesund gepriesenen Tafelwasser, angereichert mit Calcium und Magnesium im Verhältnis 2:1, suggerieren eine ausreichende Versorgung mit diesen Stoffen. Man müsste jedoch bis zu 10 Liter davon trinken, um den nötigen Tagesbedarf von 800 Milligramm Calcium zu decken. Da Calcium in diesen Wässern meistens in schwer löslichen Verbindungen vorliegt, kann es nicht resorbiert werden und belastet zusätzlich die Ausscheidungsorgane. Bei trägem Stoffwechsel kann es zu arteriellen Ablagerungen, Nierengries oder Steinbildungen kommen. Der Körper kann Mineralstoffe dann verwerten, wenn diese in kolloidaler Form vorliegen, wie alle Pflanzensäfte sie liefern. Kolloide sind so klein, dass sie nicht mehr ausfällen. Sie schweben im ruhig stehenden Wasser. Leitungswasser ist in der Regel saures Wasser aufgrund der Schadstoffbelastung durch Umweltgifte und sauren Regen. Es ist meistens Oberflächenwasser aus Seen und Flüssen, also Uferfiltrat, mit einem Grundwasseranteil.
bevor es durch Wasserwerke, Aufbereitungsanlagen und Rohrleitungen verschickt wird. Mit mehr als 1000 homogenen Pharmagiften, Medikamentenrückständen sowie Insektiziden, Pestiziden, Schwermetallen und Nitraten ist es nach gesetzlicher Definition noch trinkfähig, aber bestimmt nicht gesund. Siehe Henrik Hannes. Um Wasser zu reinigen und Keime und Bakterien zu eliminieren, wird Chlor verwendet. Chlor ist ein giftiges Gas, das zwar unser Trinkwasser zu 90% desinfiziert, aber auch viele immunstärkende Mikroorganismen im Körper abtötet und ernstlich die Immunabwehrbildung im Darm schwächt. Chlor kann sich mit seiner elektromagnetischen Eigenschwingung mit den winzigen Wasserstoffmolekülen über die Blut-Hirn-Schranke direkt in den Hirnstoffwechsel einschleusen und dabei ein chaosverursachendes Frequenzmuster aufprägen, dessen Dissonanz dazu führt, materiell ausgerichtete Denkstrukturen in unserem Gehirn zu fördern. Außerdem reagiert es mit organischer Materie im Wasser und erzeugt dabei das blasen- und darmkrebsfördernde THM, trihalogenisiertes Methan, Deutsches Ärzteblatt, Ausgabe 1/97. Eine weitere Gefahr bedeutet die jährlich zunehmende Fluoridierung von Grund- und Abwasser. Fluorid ist ein Abfallprodukt der Aluminium- und Phosphatdüngerindustrie. Es findet Verwendung in Zahnpasta, Mundspülwasser und Tabletten. Es wird auch als Ratten- und Mäusegift eingesetzt. Wissenschaftlich ist seit über 70 Jahren bewiesen, dass Natriumfluorid gehirnschädigend ist und hierbei den menschlichen Behauptungstrieb heruntersetzt. Nochmal. Wissenschaftlich ist seit über 70 Jahren bewiesen, dass Natriumfluorid gehirnschädigend ist und hierbei den menschlichen Behauptungstrieb heruntersetzt. Die Irrlehre, Fluorid reduziere Zahnverfall, ist ein Politikum, denn Menschen, die über Jahrzehnte mit chloriertem und fluoriertem Wasser und Kochsalz versorgt sind, werden zu willenlosen Materialisten geformt. Siehe B. Händel und P. Ferreira. Wird heiliges Wasser über kranke Tiere oder eine verdorrte Pflanze gegossen, dann erwachen diese zu neuem Leben. Dafür gibt es empirische Belege. Aber derzeit hat kein Chemiker der Welt eine Erklärung dafür. Niemand versteht es. Wasser ist mehr als nur H2O. Wasser als die Grundlage allen Lebens speichert Informationen und kann diese weitergeben. Wasser ist reich an Biophotonen. Diese reinen Lichtenergien übertragen ihre ordnungsgebenden Frequenzen in die menschlichen Körpersäfte und wirken als einzigartiger Informationsträger harmonisierend und vitalisierend. Die Mailänder Biologin Enza Ciccolo konnte mittels Resonanzmessung bewiesen, dass gesundes Gewebe im Körper anders schwingt als krankes und dass mit Lichtwässern aus Heilquellen krankes Gewebe in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden kann. Derartige Lichtwässer sind in Lourdes, Südfrankreich, Fatima, Portugal, San Damiano und Monti Chiari, Italien, bekannt. All diese Wässer beinhalten die 7 Lichtfrequenzen des Regenbogens als heilige Geometrie und Harmonie. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Lichtwässer gleichermaßen heilsam auf Menschen, Tiere und Pflanzen wirken, ja sogar auf verseuchte Lebensmittel und Gewässer. In Lichtwässern verlieren Krankheitserreger, also Bakterien, Viren etc., ihre Aggressivität und machen daher nicht krank, was auch die Heilwirkung des verunreinigten Gangeswassers in Indien erklärt. Russische Krebsspezialisten erklären den rasanten Zuwachs an Krebsfällen durch die Schadstoffbelastung des Trinkwassers, vor allem die chaosverursachenden Schadstoffinformationen, die im aufbereiteten Wasser zurückbleiben. An Orten, wo nie Wasserleitungen vorhanden waren und das Wasser ausschließlich aus Brunnen von naheliegenden Quellen stammte, wurde kein einziger Krebsfall registriert. Der deutsche Spezialist für Krebserkrankungen, Jürgen Aschoff, wies immer wieder darauf hin, dass bei allen Krebspatienten, die er untersuchte, das Blut seine magnetische Ausrichtung verloren hatte. An die Stelle von energetischer Ordnung trat Unordnung, Chaos. Das Wasser als hochsensibler Informationsträger eignet sich auch besonders für homöopathische Mittel, deren Wirkungsgrad mit zunehmender Verdünnung, also Potenzierung, immer stärker wird, obwohl die Ausgangssubstanz in der Lösung gar nicht mehr physikalisch nachweisbar ist. Einen weiteren Beweis für die einzigartigen Eigenschaften des Wassers lieferte der japanische Wasserforscher Masuru Emoto mit seinen sensationellen Wasserkristallfotos.
Jedes Wort, jeder Ton und jede Gefühlsregung verändert die Struktur des Wassers. Seine ordnungsschaffende und heilsame Fähigkeit wird mit positiven Schwingungen verstärkt oder mit negativen dezimiert und zerstört. Heavy-Metal-Musik etwa wirkt deformierend auf Wasserstrukturen wie auch auf unsere Körperzellen. Wir sollten uns um unsere Kinder kümmern und ihnen Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Gleichgültigkeit richtet den allergrößten Schaden an. Der Naturwissenschaftler Bernd Kröplin und seine Mitarbeiter an der Uni Stuttgart haben mittlerweile über 20.000 Tropfenbilder gesammelt, die jeweils individuelle Strukturmuster darstellen, je nachdem, wie die Tropfen durch Gedankenschwingungen reagierten. Wutgeladene Worte oder aggressive Emotionen ergaben eine unruhige Struktur, Handystrahlung verarmte die Strukturen und liebevolle Worte und Gedanken drückten sich in Form, Schönheit und gleichmäßiger Harmonie des Wasserkristallbildes aus. Das Forscherteam stellte fest, Wasser hat ein Gedächtnis. Es kann Informationen übertragen und speichern. Wasser regelt alle Vorgänge im Organismus, vom Denken bis zum Stoffwechsel. Wasser speichert Informationen auf dem Weg seines Kreislaufs, bis es schließlich durch unsere engen Leitungsrohre gepresst wird. Im Wasserkreislauf nimmt das nasse Element natürlich auch alle schädlichen Informationen aus Umweltgiften auf. Die ursprünglich kleinen Wassermoleküle schließen sich durch diese Beeinflussung zu großen Molekülhaufen, Cluster, zusammen. Dadurch wird ihre Struktur verschlechtert und die Fähigkeit des Wassers dezimiert, aus unserem Körper Schad- und Schlackenstoffe auszuschwemmen. Eine natürliche Struktur und die Lebendigkeit des Wassers gilt es zu erhalten oder wiederherzustellen. Notwendig ist die Löschung seiner schädlichen Frequenzen und Informationsmuster, denn Giftstoffe, Schwermetalle und Pestizide lassen auch nach einer chemischen Reinigung eine Prägung in Form von Informationen im Wasser zurück. Diese ungesunden Frequenzen schwingen erwiesenermaßen im Körperwasser des Menschen weiter und können zu chronischen Stoffwechsel- und Verdauungsstörungen führen. Auch wird die Zellkommunikation empfindlich gestört. Erst wenn durch entsprechende physikalische Methoden das verformte Strukturgebilde im misshandelten Leitungswasser, also grobe Clusterformen, wieder zu den ursprünglichen Ordnungsstrukturen, kleine Cluster, gewandelt wird, ist eine heilsame Wirkung des Wassers im ganzheitlichen Sinne möglich. Die Clustergröße kann durch ihren Resonanzbogen gemessen werden. Je höher die Resonanzfrequenz, in Hertz gemessen, ist, desto größer sind die Cluster. Die Frequenz von basischem Gletscherwasser liegt bei ca. 50 Hertz, die von Leitungswasser bei 100 bis 150 Hertz. Wasser speichert auch Informationen von Kristallstrukturen. Quarzkristalle können ihre ordnungsschaffenden Frequenzen an das Wasser übertragen, wenn die Kristalle mehrere Stunden in einem Glaskrug liegen. Energetisiertes Wasser sollte nie in der Nähe von Mikrowellenherd, Telefon, TV und Funkgeräten stehen. Filtern und Verwirbeln von Wasser. Eine nachhaltige Neuordnung der Struktur von Wasser bei Löschung aller Schadstoffinformationen kann durch hochwirksame Verwirbelungstechniken erzielt werden, orientiert an den Erkenntnissen von Viktor Schauberger, Friedrich Hachenei oder Johann Grander, um nur einige zu nennen. Das Granderwasser wurde durch sehr hohe magnetische Schwingungen vitalisiert, welche die großen Cluster in ihre ursprüngliche Form zurückführten und daraufhin erfolgreich zu Heilzwecken eingesetzt. Inzwischen therapieren viele Kliniken in Deutschland und in Österreich mit Granderwasser. Die natürliche Verwirbelung von Bächen und Flüssen, sofern sie nicht kanalisiert sind, strukturiert kontinuierlich das Wasser. Bei der Verwirbelung in einer kleinen Wirbelkammer, anschraubbar an den Wasserhahn, werden mit hoher Geschwindigkeit links- und rechts drehende Wirbel aufeinander geführt, wodurch die großen Cluster zerschlagen werden. Dabei verlieren sie ihre gespeicherten Negativinformationen aus dem belasteten Wasserkreislauf. Diese Anforderungen erfüllen zum Beispiel der Herber-Vortex-Wasserwirbler und Vita-Vortex-Wirbler. Es gibt aber noch andere. Erfahrungsgemäß ist es notwendig, die Wirbler je nach Wasserabnahme innerhalb von 2 bis 4 Monaten zu reinigen, um eventuellen Verkeimungen vorzubeugen. Aktives Sauerstoffwasser kann mit Glaskammer aufsetzen, die zusätzlich Luft einwirbeln, vor dem Auslauf montiert, gewonnen werden, zum Beispiel Vita-Vortex. Dieses Wasser ist sehr stoffwechselaktiv, weil es dem Organismus reichlich Sauerstoff zuführt. Um reines Wasser aus hauseigener Quelle zu erhalten, ist als Einstieg eine Monoblock-Filteranlage mit Verwirbelungsadaption die beste und günstigste Möglichkeit.
Die Anschaffung eines Monoblock-Aktivkohlefilters plus Wirbeladapter hat sich beim Zwei-Personen-Haushalt bereits nach ca. einem halben Jahr amortisiert. Blockfilter, im Gegensatz zu billigen Schüttfiltern, reduzieren alle vorkommenden Schadstoffe wie Kupfer, Blei, Eisen und Zink bis zu 90%. Sie lassen nur kleinste Partikel unter 45 Mikrometer passieren, sodass ein hochgereinigtes Wasser entsteht, das trotzdem die basischen Mineralien Calcium und Magnesium erhält, vorausgesetzt das Leitungswasser war mineralhaltig. Ein Aktivkohle-Blockfilter von Carbonit, zum Beispiel Sanuno NFP, oder von Alvito, ABF Primus, entfernen darüber hinaus Mikroorganismen, Pilze, Hefen, Pestizide, Medikamentenrückstände und Desinfektionsmittel wie Chlor. Auf diese Weise verbleibt ein Filterwasser zurück, das mehr oder weniger alkalische Wertigkeit besitzt. Das Herzstück eines guten Filtersystems ist ein gepresster Monoblock oder gesinteter, gebackener Aktivkohle-Blockfilter. Zur Herstellung dieses Filters wird als Grundstoff die kohlenstoffreiche Schale von Kokosnüssen verwendet, ein ungiftiger Rohstoff. Die Filter arbeiten ohne Chemie, nur mit Hilfe des Wasserdrucks aus der Leitung. Bei der Passage wird das Leitungswasser durch die Porengröße 0,45 Mikrometer der Aktivkohle gereinigt. Wenn in der Regel nach 6 Monaten die Poren mit Schadstoffen vollgesetzt sind und das Wasser nur noch reduziert durchfließen kann, muss der Filter gewechselt werden. Spezielle Wasserionisierer, bereits 1950 in Russland erfunden, können ein basisches Aktivwasser mit Werten bis pH 12 hervorbringen. Dieses Wasser eignet sich hervorragend zur extra- und intrazellulären Entsäuerung und ist durch sein hohes negatives Redoxpotenzial ein effizienter Radikalefänger. Zum Beispiel Sana Plus von Sana Care in Biebesheim. Eine 14-tägige Trinkkur mit hochbasischem Aktivwasser kann schon in kurzer Zeit den entgleisten Säure-Basen-Haushalt wieder normalisieren. Ein hochbasisches Wasser von ca. pH 12, zum Beispiel Sana Plus, hat einen sehr intensiven Geschmack, der je nach Grad der Übersäuerung stärker wird. Es sollte nur in kleinen Mengen, 25 ml, morgens nüchtern und abends eine halbe Stunde vor dem Essen getrunken werden und es muss jeweils mindestens 300 ml stilles Wasser nachfolgen. Je ungewöhnlicher der Geschmack ist, umso übersäuerter sind die Zellen. Sana Plus Wasser löst Säuren bereits im Mund- und Rachenraum in deren ursprüngliche Bestandteile auf, nämlich in Wasser und Salze. Und diese Salze schmecken bitter metallisch. Optimal entsäuern mit dem basischen Aktivwasser. Mit diesem Aktivwasser von pH 7,8 bis 9,5 erfährt der Körper eine grundlegende Regulierung von verschobenen Basensäurewerten. Durch den Retinwasserionisierer erhält man ein Aktivwasser, das extra- und intrazellulär entschlackt und entsäuert. Bei Filterung und Ionisierung mit dem Retin-Gerät wird das Wasser durch einen Aktivkohle-, Schütt- oder Blockfilter und eine Funktionskeramikkartusche geführt. Danach durchläuft es eine Elektrolysekammer, wodurch basisches und saures Wasser entsteht. Saures Wasser wird in den Abfluss abgeführt oder kann zu Reinigungszwecken eingesetzt werden. Das basische Wasser kann täglich getrunken und zum Kochen verwendet werden. Es gleicht Flüssigkeitsverluste aus, denn man trinkt von diesem wohlschmeckenden Wasser mehr als sonst und es besitzt die Fähigkeit, auch intrazellulär zu entsäuern. Je basischer ein Wasser ist, desto höher ist sein negatives Redoxpotenzial, das heißt, es besitzt eine große antioxidative Wirkung und ist somit ein sehr guter freier Radikalefänger. Dieses Aktivwasser verstärkt die Wirksamkeit basenbildender Elemente in allen Grün-, Blatt-, Gräser- und Gemüsesäften, wenn sie mit dem Aktivwasser im Verhältnis 1:2 verdünnt werden. Eine Alternative bietet die extra- und intrazelluläre Entsäuerungsmethode nach Hannelore Fischer-Reska mit spezifischen basischen Mineralien zu einer Wassertrinkkur kombiniert. Es ist eine Basenkur, die sich über 3 Monate erstreckt, die ebenfalls das Säure-Basen-Gleichgewicht wiederherzustellen vermag. Siehe Bezugsquellen. Es macht sich bezahlt, vor dem Einsatz eines Wasserfiltergeräts das Leitungswasser durch eine Analyse auf Qualität prüfen zu lassen. Diese gibt es schon zu erschwinglichen Preisen von 25 bis 70 Euro, je nach Anzahl der gewünschten Parameter. Da die Leistungen der verschiedensten Geräte sehr unterschiedlich sind, haben Sie so die Sicherheit und wissen, welche Werte Ihre hauseigene Wasserquelle erbringt. Schadstofffreies, mineralarmes Wasser ist die beste Gesundheitsvorsorge.
weil es besser Schadstoffe ausleiten kann als mineralstoffreiches Wasser. Es ist mit keinem anderen Getränk aufzuwiegen. Wir haben große Fortschritte gemacht. Inzwischen wissen wir, dass wir beinahe nichts über Wasser wissen.